Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Online-Schlacht. Heute gibt es ein 2 gegen 2. Das ist hier gegen irgendwelche zufälligen Spieler und zufälligerweise kennt mich hier auch jemand. Also einer von den Gegnern hat mich angeschrieben, meint, er kennt mich von YouTube und ob ich die Schlacht hochlade. Mein Verbündeter und ich spielen beide Sparta. Die Gegner sind Seleukiden und Baktrien. Und ja, okay, es hält sich eigentlich in Grenzen. Wenn man die Leute natürlich nicht kennt, erwartet man da ziemlich viele Elefanten. Aber okay, der spielt mit der relativ bekannten Taktik. Mal sehen, ob ich da was... ob ich dagegen halten kann. Gegen die vielen Peltasten. Der Spieler, der anscheinend schon einige Videos von mir gesehen hat, ist der hier. Den Namen muss ich jetzt, glaube ich, nicht zeigen, je nachdem, wie gut das für ihn laufen wird. Ja, ich habe natürlich die Armee aufgestellt, bevor ich wusste, dass er... oder bevor er mich angeschrieben hat, weil danach hätte ich natürlich nicht erwartet, dass er jetzt einen Elefanten-Spam bringt, aber vorher kann man natürlich nicht wissen, was bei Baktrien und Seleukiden kommt. Also was hat er denn hier an... was sind das für welche? Schuppen, Leinen, Panzeroblieden. Sehen wie ganz gute Speerkämpfer aus, aber ich habe sowieso nicht viel Kavallerie. Er hat hier baktrische Adelsreiter. Er hat zum Glück keine Briten in Bogenschützen, die mich jetzt groß nerven könnten. Ich bin gegen Kavallerie eigentlich ziemlich... ja... ziemlich unempfindlich. Ich muss aber wirklich aufpassen, dass die Peltasten mich nicht so schnell klein kriegen. Ich muss da irgendwie eine Einheit dazwischen bringen, die sie von mir fernhält. So, die sind schon in Reichweite. Dann können auch schon einige Einheiten schießen. So, wie sieht's aus? Kriegen die auch was ab? Die Adelsreiter haben natürlich sehr gute Rüstung. Wird also nicht schnell was bringen. So, wie sieht's da aus? Ja, mein Verbündeter hat das natürlich ganz schlau gemacht. Ich versuche jetzt noch seine Steinschleuderer zu retten. Er hat auch geklappt, so ein bisschen anzutäuschen. Das war viel zu... tu mal jetzt so, als würde ich den hier hinterherlaufen. Und komme dann in einem Bogen auf die Peltasten zu. Aber er hat es schon gemerkt. So, wie sieht's aus? Oh, da haben wir schon wirklich viel Schaden angerichtet. Sehr schön. Okay, jetzt gehe ich mit der Kavallerie rein. Aber der hat echt verdammt viele Peltasten. Das wird schwierig. Ja, gut, dann gehen wir hier wieder zurück. Ich glaube, ich muss mit der Infanterie hier näher ran. Ja, doch. Okay, da haben wir ein paar Adelsreiter. Mal sehen, ob wir die bekommen. Okay, er schickt jetzt wieder seine Peltasten vor. Ich greife wieder mit meiner Kavallerie an. Ich hoffe mal, dass ich die irgendwie bekommen kann. Die Peltasten sind wirklich verdammt gefährlich. Er versucht mich da die ganze Zeit mit seinen Pikinieren aufzuhalten. Schnelles Schießen haben meine Leute leider nicht. Aber seine ersten Peltasten fliehen auch gleich schon. Wie sieht's hier aus? Okay, mein Verbündeter hat da eine ziemlich gute Wand aufgestellt. So, der Herr möchte meine Fernkämpfer haben. Ich bringe übrigens beide Bogenschützen hier auf die rechte Seite. Hier, die Kavallerie sollte gleich weg sein, aber ich muss mich vor den Peltasten in Acht nehmen. Ich ziehe da besser meine Kavallerie raus. So, hier setzen wir die Brandpfeile an. Ein. Hier ebenfalls. Ja, das sieht jetzt wirklich schlecht aus. Ich versuche mal jetzt weiter auf die Peltasten zu schießen.
Ja, die Hopliten halten sich wirklich vorbildlich. Wie sieht's hier aus? Noch sind sie nicht in Amok. Noch nicht Amok gelaufen. Sieht aber hier sehr gut aus. Ich konnte seine Peltasten sehr gut abwehren. So, hier muss er sich wieder zurückziehen. Gegen was kämpfen wir hier? Schuppenleinpanzer-Hopliten. Oh. Die muss ich schnell wieder zurückziehen. Die brauche ich gegen die Elefanten. Wie sieht's hier aus? Mein Gegner hält mich leider wirklich sehr stark auf. Ich kann mich da nicht auf meinen Verbündeten konzentrieren. Das Töten geht hier viel zu langsam voran. So, dann rücke ich mal ein Stückchen weiter vor. Konzentriere mein Feuer. Renn ich mal darüber. So, die Einheit fliegt gleich. Hier drüben sieht es nicht so gut aus. Tut mir übrigens leid, wenn ich gerade nicht so viel reden kann. So, mit den Steinschleuderern muss ich aufpassen. Nicht, dass sie abgefangen werden. Den Obliden ziehe ich mich mal wieder zurück. Oh. Das wird gefährlich. Und, wie sieht's aus? Ich glaube, ich habe seine Kavallerie jetzt bekommen. Ich versuche mal jetzt hier mit den Hopliten an die Flanke zu gehen. Das ist wirklich sehr, sehr Micromanagement aufwendig. Da hat er mich leider ein bisschen bekommen. Seine Elefanten laufen aber Amok. Ich versuche mal hier die Bogenschützen zu bekommen. Ja, das sieht schlecht aus. Ich ziehe mich mal hier zurück. Aber hoffentlich, ja, jetzt läuft er mit seinen, jetzt laufen seine Elefanten durch seine eigenen Reihen. Ich ziehe mich mal hier komplett zurück jetzt. Obwohl, nee, ja, ich ziehe mich zurück hier. Komplett zurück. Den renne ich hinterher. Ist einfach zu gefährlich. Oh, da kommen jetzt auch wieder die Elefanten. Ja, das sieht schlecht aus bei meinem Verbündeten. Das sieht wirklich schlecht aus. Aber das Gute ist, dass die Elefanten immer noch Amok laufen. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass sie hier in meinen Reihen laufen. Das möchte ich nicht. Der Typ hat echt noch verdammt viele Peltasten übrig. Das nervt mich ein bisschen. Oh. Da laufe ich in die Phalanx rein. Ich versuche mal hier zu retten, was zu retten ist. Ich weiß nicht, ob die Dinger auch zweimal Amok laufen können. Ich komme mal hier wieder über die Flanke. Ja, okay. Ich gehe einfach hier direkt rein. Das hat keinen Zweck. So, Zeit anzugreifen. Ja, das sieht schlecht aus hier. Ich komme da einfach nicht an. Ich renne einfach mal hinterher. Aber es sieht wirklich nicht sehr gut aus. Ja, das Dumme ist, dass ich die Elefanten nicht platt kriege. Ich konzentriere da jetzt mal mein Feuer drauf. Die baktrische königliche Garde ist auch noch hier.
Naja, mal sehen. Ja, das wird nichts mehr. Mein Verbündeter ist leider zusammengebrochen. Ich konnte meinen Gegner auch nicht wirklich besiegen. Ich versuche die ganze Zeit seine Peltassen zu erledigen. Aber ihr seht, das wird echt nichts mehr. Ja, das sieht schlecht aus. Sieht sehr schlecht aus. Die werden mich jetzt so ziemlich zusammenschießen. Ich versuche mal hier durchzulaufen, aber das wird, glaube ich, echt nichts mehr. Ich versuche trotzdem noch die Elefanten zu bekommen. Oh. Die sind, glaube ich, jetzt auch gleich weg. Ja. Das sieht echt übel aus. Mal sehen, dann rücke ich mal vorwärts. Vielleicht erwische ich die im Laufen. Meine Pikiniere sollten etwas stärker sein. Werden aber ziemlich zusammengeschossen. Und da ist auch schon die Kavallerie durchgekommen. Das war's. Ja, schade. Ja, da hatte ich leider keine Chance mehr. Ja. Mal sehen, ob ich noch ein paar Elefanten bekomme. Glaube ich aber nicht. Ja. Ah. Also ich habe mein Bestes versucht, aber selbst wenn mein Verbündeter nicht zusammengebrochen wäre, ich glaube, das wäre wirklich verdammt schwierig gewesen. Ihr seht einfach, die Taktik ist einfach, ich habe die ja beim, also mit dem Günther Shadow haben wir die zusammen vorgestellt, bei der Multiplayer-Reihe. Und die ist wirklich verdammt effektiv. Ich glaube, die lässt sich sogar noch leicht verbessern mit etwas berittenen Bogenschützen. Aber er hat hier sogar 8-mal Peltasten dabei. Ihr seht, die haben auch teilweise sehr viele Kills, obwohl ich sie wirklich sehr gut in Schach gehalten habe, also so gut wie ich konnte. Ich hatte da eigentlich nicht so viele Truppen zur Auswahl. Die Kavallerie hat das ganz gut gemacht. Ja, Glückwunsch an die Sieger. Ich lade die Schlacht dann auch hoch, weil ich habe die letzte Zeit wirklich kaum Zeit, irgendetwas aufzunehmen. Ich wollte heute einfach unbedingt mal eine Schlacht aufnehmen. Heute kommt übrigens auch ein Patch für, der die Jahreszeiten in der Kampagne möglich macht. Da solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Und ja, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss, euer Hannibal.